Spannung ist da an den Märkten, aber die Richtung, puh, es ist schon ein bisschen langweilig, was wir aktuell sehen. Der Vortrieb lässt deutlich nach. Jetzt habe ich sogar den Nasdaq hier als erstes. Fangen wir mit dem ruhig mal an, dann arbeiten wir uns später dann noch ein bisschen durch. Der Nasdaq jetzt aktuell, wir sehen das hier, es sah ja gar nicht so schlecht aus hier im 4-Stunden-Chart. Man sieht immer noch die Aufwärtsrichtung, jetzt kommt das hier runter. Aktuell, also die Schubbewegung immer mal gerne, gerade so zur Eröffnung nochmal nach unten, einfach um nochmal zu erinnern, vorsichtig, aber das ist natürlich jetzt kein Zeichen dafür, dass der Markt massiv runtergeht, aber zeigt eben auch, dass die Sorge einfach noch nicht ganz aus dem Markt eben gewichen ist. Das muss nicht dramamäßig sein. Schön wäre oder schick wäre, wenn wir mal so einen kleinen Rücksetzer wieder kriegen würden, hier nach dieser Aufwärtsbewegung, hier 1, 2, 3, 4, vielleicht 1, 2, 3, 4, 5. Das ist jetzt nur mal so eine Fantasiegeschichte, könnte in etwa so aussehen. Also fünfte Welle so ein bisschen extendiert, sagt man, oder zumindest mal aufgeklappt. Richtig lang ist die ja nun auch nicht. So, wenn danach jetzt wieder mal eine Korrektur käme, wären das wunderschöne Einstiegssignale, um wieder günstig reinzukommen. Also Stichwort eigentlich wie immer, wie die ganze Zeit schon, solange das die starke Richtung ist, gibt es keine Gründe, wirklich massiv zu verkaufen. Und wenn wir dann hier diese fallenden Korrekturen haben, wären das beispielsweise Einstiege. Wer mag, kann natürlich auch nach Clustern gucken. Stichwort dazu wären jetzt klassischerweise jetzt zum Beispiel Fibonacci Retracements, dass man einfach sagt, naja, wo gehen die typischerweise hin? Gerne so 38er Marke, vielleicht auch 50%. Hier, wo wir vielleicht alte Hochmarken oder Tiefmarken schon mal hatten irgendwo, das sind so klassisch ausgemachte Rücksetzerniveaus und das wäre eigentlich super. Wer jetzt kurzfristig dabei ist, kann die Shortseite noch mal ein bisschen mitspielen. Nach so einer Abwärtsbewegung wackelig nach oben. Ich gehe da mal im 5-Minuten-Chart, dass wir es ein bisschen genauer sehen. Also, das ist natürlich jetzt nicht wirklich das Zeichen für die Bullen jetzt aktuell. Sprich, abwarten, wenn es wackelig nach oben geht. Dann nochmal so einen kleinen Zwischenshort. Wie gesagt, das dreht jetzt nicht den Markt generell, sondern das ist einfach eine Antwort auf diesen Anstieg. Und solange es ungefähr in diesem Ausmaß bleibt, ist alles gut. Man sollte sich erst dann Gedanken machen, was habt ihr vor, wenn der Kurs da so drunter geht, unter das gelegte Ei hier von mir. Wenn er da noch ein bisschen tiefer geht, dann muss man sich die Frage stellen, warum dann doch so weit wieder? Wollen wir nicht mehr? Können wir nicht mehr? Aber solange es in diesem Ausmaß hier in etwa bleibt oder bliebe, so muss man es ja formulieren, ist es sowieso kein Problem. Trigger eben auf der Nordseite, so wie wir das gehabt, wie wir das gewohnt sind oder wie wir das halt immer handhaben. Einfaches Muster, ich zeige euch das hier nochmal auf der Aufwärtsseite, geht die Aufwärtsseite steil, die Abwärtsseite wackelig, dann in Trendrichtung fortsetzen. Wenn ihr sagt, ja, aber das geht nicht immer auf allen Zeitebenen, dann handelt das halt hier. Und wenn er dann da zurückwackelt, dann halt wieder die Longseite. Und wenn ihr es da nicht seht, könnt ihr das hier im Kleinen gucken. Also das Prinzip ist da immer das Gleiche. Und wenn er zwischendurch mal steil hoch, steil runter macht, dann kann man da in dem Moment halt nichts machen. Vielleicht kann man es überleben, wenn man den Stop etwas größer nachzieht. Stichwort für solche Geschichten. Ihr seht das ja immer wieder in meinem Trade des Tages, dass wir verschiedene Varianten mitnehmen oder eben auch mit Erklärungen im Born for Trading, dass wir zum Beispiel auf solche Trailing-Mechanismen mit Rücksicht nehmen und dann eben gucken, okay, lassen wir es eben laufen. Da sehen wir zum Beispiel, das machen wir ein bisschen Praxistest jetzt hier zusammen, das ist einfach zu eng, das macht keinen Sinn. Und warum soll ich dann hier einen so engen Stop wählen, wenn es hier die ganze Zeit in Trendphasen da ist, vielleicht eher korrektiv, aber selbst hier sehr, sehr knapp zugeht. Also wissen wir, wir müssen die Einstellung ändern oder, wie ich das meistens mache, ich ändere halt die Zeit. Und jetzt stellen wir fest, ah, guck, hier läuft schon besser. Klar, der ist jetzt natürlich weiter weg, der Stop in so einem Trend. Das ist der Nachteil, aber man bleibt halt auch etwas länger drin. Das muss man selber ein wenig abwägen, ob man sagt, nein, ich bin aktiver Händler, ich gehe auch 2-3 Mal rein, wenn ich rausfliege zwischendrin. Oder ob man sagt, ey, ich bin froh, wenn ich drin bin, ich will doch da nicht jedes Mal wieder rausfliegen. Also überlegt euch, der engere Stop, der sichert natürlich mehr ab, das ist super. Man muss allerdings auch aktiver sein, das muss man akzeptieren, dass man auch immer wieder mal rausfliegt. Wer sagt, oh Gott, jetzt bin ich drin, jetzt bleibe ich auch, dann sollte man den Stop etwas weiter fassen und sagen, solange der Trend eben läuft. Das gilt übrigens in der großen Ecke genauso, also ob das jetzt im 15-Minuten-Chart grundsätzlich ist oder ob ihr das hier im kleinen Chart, im 4-Stunden-Chart jetzt beispielsweise hier macht, auch da können wir mal gucken, die Systematik ist die gleiche grundsätzlich, nur dass ihr hier natürlich auf ein ganz anderes Wellenausmaß eben aus seid und ihr ahnt es, das Ganze ist natürlich für unsere Langzeit-Bullenliebhaber genau das Gleiche, also ihr könnt auch hier, wenn ihr sagt, ich bin bullisch und ich bleibe das auch, könnt ihr natürlich sagen, komm, solange der Markt jetzt hier nach oben geht, warum soll ich rausgehen, zieht halt hier zum Beispiel auf Wochenbasis. Einmal pro Woche nachziehen. Klar, der Stop ist dann natürlich nicht super eng,
Aber das ist ja auch nicht die Aufgabe. Der soll ja nur dafür schützen, falls doch aus welchen Gründen auch immer der Kurs mal bis da runterfällt. Dann ist man natürlich froh, wenn man dann hier Gewinne mitgenommen hat an der Stelle. Soweit mal was zur Stop-Lehre. Viel mehr will ich dazu eigentlich gar nicht sagen. Eigentlich wollte ich über ganz andere Sachen noch reden. Ganz kurz ein Blick auf die Bitcoins. Dazu habe ich ja auch immer mal wieder Videobeiträge eben gebracht, die zeigen, dass das wunderschön Charttechnisch ist. Eigentlich völlig abstrus, wieso funktioniert Charttechnik bei sowas wie Bitcoin? Warum funktioniert Charttechnik überhaupt? Der Sinn dahinter ist eigentlich nur die Sichtbarmachung, was machen die Jungs und Mädels hier im Markt? Und das, was wir hier auf der Aufwärtsseite hatten, das war hier von dem Tief, das war die Bewegung bis dahin. Das ist eben nicht ein bullisches Zeichen, sondern das ist ein klassisches Korrekturmuster. Einige von euch kennen das vielleicht schon. Korrekturen sieht man immer an den Buchstaben. Buchstaben sind immer Korrekturen, Zahlen sind immer die Trendrichtung. Das ist A, B, C, D, E. Das ist ein Contracting Triangle. Man sieht das so ein bisschen an diesem Zusammenlaufen der Bewegung. Und das ist eben quasi in einem Trend normalerweise die vierte Welle. Das würde jetzt wunderbar passen. Dann hätten wir die erste runter, zweite, dritte, vierte und jetzt kommt die fünfte. Und genau da sind wir jetzt. Und das ist der Grund, warum ich davon ausgehe, und da bleibe ich jetzt vorläufig mal bei meiner längerfristigen Analyse, dass wir das letzte Tief, was wir am 19. Mai hatten, auch durchaus nochmal durchstoßen. Das wäre sehr typisch. Dann irgendwann, dann werden wir gucken, ob wir hier unten in diesem Bereich dann irgendwo mal einen Boden finden. Realistisch wäre es aus meiner Sicht. Mal gucken, wo der dann exakt liegt, aber unterhalb dieser Marke denke ich mal schon. Und dann wird neu gemischt, ob es dann wirklich richtig nach oben geht oder ob das leider bisher nur der erste Teil der Abwärtsbewegung ist. Das ist aber eine andere Geschichte und soll ein andermal erzählt werden. Auch anderswo erzählt wird Gold. Das ist der Trade des Tages für heute. Wer mag, guckt sich den gerne an. Ihr müsst euch nur anmelden, damit ihr zukünftig bei solchen Sachen informiert werdet. Er ist kostenfrei, unverbindlich, verpflichtet zu nichts. Aber ist unsere Angabe von konkreten Handelsmarken, Ein- und Ausstieg, wie wir damit umgehen. Also falls nicht schon geschehen, meldet euch an, damit ihr solche Informationen eben bekommt. In diesem Sinne euch jetzt erstmal alles Gute, ganz liebe Grüße und bis zum nächsten Beitrag.